بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir haben es Alhamdulillah, gelobt sei Allah, mit Liebe und Verehrung in der heutigen Zeit mit einer Welle zu tun, wo viele, viele, viele Muslime zurückkehren zum richtigen Praktizieren der Religion. Und das ist etwas, was jeden Muslim, der Iman im Herzen hat, wirklich freuen muss und was nur die Munafikun, die Heuchler, die vorgeben, Muslime zu sein, aber in ihrem Herzen Hass und Kuffer haben, ärgern kann. Nur ein Munafik ärgert sich darüber, wenn sich der Islam verbreitet. Und deswegen sollte man selber vorsichtig sein und sein Herz beobachten. Und man sollte schauen, was die Leute um einen herum, die die Dawah kritisieren, was sie so für Argumente bringen. Ob diese Argumente auf Nifaq, auf Heuchelei basieren oder ob sie auf objektiven bzw. auf Argumenten von Koran und Sunna basieren. Derjenige, der zur Religion zurückkehrt, der sieht sich mit einem Argumentationsschema oder der wird mit einem Argumentationsschema konfrontiert, wo behauptet wird, hier, schau mal, du machst dieses und jenes auf diese und jene Weise, aber die Mehrheit von den Leuten in deinem Land oder die Mehrheit derjenigen, die sich Muslime nennen, ja, oder die Mehrheit der Nation XY machen das nicht so. Das wird dann als Argument benutzt. So, und hier muss man sich die Frage stellen. Was ist der Maßstab in unserer Religion? Ist der Maßstab für die Wahrheit Koran und Sunna? Oder ist der Maßstab für die Wahrheit die Mehrheit? Das, was die Mehrheit denkt und tut. Damit wird immer argumentiert, damit wurde schon damals zu Zeiten des Propheten argumentiert. Und schauen wir uns an, wie der Koran darauf antwortet. Allah sagt uns im Koran, in Sure 4, Vers 59, und diese Regel müsst ihr euch merken, gerade wenn man jetzt neu zur Religion zurückfindet. Lasst euch nicht täuschen von irgendeinem Scheich-Gelaberer, der Scheich hat gesagt, oder die Mehrheit hat gesagt, oder der Hodja in der Moschee hat gesagt, sondern es gibt einen Maßstab. Der Maßstab ist Koran und Sunnah. Der Beweis dafür ist, Allah sagt in Sure 4, Vers 59, und ich sage euch extra immer die Verse, damit ihr nachschlagen könnt. Sollte ich mich mal mit der Versnummer vertan haben, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Damit ihr nachschlagen guckt und euch selber überzeugen könnt, dass ihr dem Koran, dem Wort Allahs folgt und dass ihr der Sunna folgt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Sure 4, Vers 59 zum Mitschreiben: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Wenn ihr in einer Angelegenheit im Zwiestreit seid, das heißt, man hat eine Meinungsverschiedenheit, dann führt es zurück zu Allah und führt es zurück zum Gesandten, wenn ihr an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Das heißt, wer wirklich gläubig ist, der geht wohin, wenn er eine Meinung hat, wenn er zu einem Ergebnis kommen will, wenn er eine Lösung finden will, er geht zu Koran und Sunna. Er sagt nicht, ja, aber der Scheich so und so hat ja gesagt, der hat mehr Wissen. Ja, aber mein Hodja hat gesagt. Oder hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, da gibt es den mit dem langen Bart, der hat mir so gesagt. Oder ich habe eine alte Frau im Wald getroffen. Oder mein Vater, der ist ja viel älter als du. Oder meine Oma, die ist schon längere Muslimin als du. Sondern der sagt, was steht im Koran und was steht in der Sunna. Jedem sein Wort wird daran gemessen. Imam Malik. Imam Malik, der große Imam, rahimahullah, sagte, jedem sein Wort wird akzeptiert oder abgelehnt
außer das Wort von dem, der in diesem Grab liegt. Da hat er auf das Grab des Propheten a.s.w. gezeigt. Imam Malik, rahimahullah, sagte, Innama ana basharu mithlukum. Uchti wa usib. Ich bin ein Mensch wie ihr. Ich mache Fehler und treffe das Richtige und liege richtig. Das heißt, manchmal mache ich Fehler, manchmal liege ich richtig. Also, was ist die Lösung? Fanzuru fi ra'i. So, schaut euch meine Meinung an. Das heißt, wenn ich eine Meinung habe, betrachtet diese Meinung. Womit? Womit? Dann sagt er: فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُنَّةِ فَخُذُوا. So sollt ihr alles, was mit Koran und Sunna übereinstimmt, nehmen. Und alles, was وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقَ الْكُرْآنَ وَالسُنَّةِ فَتْرُكُوا. وَكُلُّ مَا لَا يُوَافِقُ الْكِتَابَ وَالسُنَّةِ فَتْرُكُوا. Alles, was Koran und Sunna mit Koran und Sunna nicht übereinstimmt, das lassen. Das sagt Imam Malik. Und es gibt kein Menschen heutzutage, der so viel Wissen hat wie Imam Malik. Und der ist unter den Menschen von Al-Sunna wal-Jama'a sehr beliebt. Einer der großen Rechtsschulbegründer, ja, der melikitischen Rechtsschule. Und die anderen Imame haben Ähnliches gesagt. Ja. Das heißt, wenn der sogar einen Fehler machen kann, wie ist es dann erst mit mir oder mit dem Sheikh XY oder mit dem Alim XY oder mit der Oma, die man im Wald trifft, oder mit dem Vater, der vielleicht am Tag nur 4 Stunden in islamischen Büchern liest oder sich mit islamischem Wissen beschäftigt. Wie ist es dann erst mit jemandem wie ihm? Und wie ist es dann mit der Mehrheit der Leute, die sich mit dem islamischen Wissen leider fast überhaupt nicht auseinandersetzen? So, das heißt, unser Maßstab ist Koran und Sunna. Und jetzt fragen wir den Koran und die Sunna, was ist die Position des Korans und der Sunna über die Aussage, ja, aber die Mehrheit sieht das anders. Ist der Maßstab für die Wahrheit die Mehrheit oder die Wahrheit? Ist der Maßstab für die Wahrheit die Mehrheit oder Koran und Sunna? Ist der Maßstab für die Wahrheit die Mehrheit oder der richtige Beweis? Schauen wir im Koran. Allah sagt in Sure 16, Vers 116: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. Würdest du den meisten auf der Welt folgen, würden sie dich vom Weg Allahs wegbringen. Das ist ein Koranvers. Dann haben wir in Sure 7, Vers 102. Da sagt Allah, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Aber die meisten Menschen wissen nicht. Allah sagt in Sure 12, Vers 103, zum Propheten Muhammad alayhi salatu salam, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرِسْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Und die meisten Menschen werden, selbst wenn du dich bemühst, keine Gläubige, Sure 12, Vers 103. Die meisten Menschen, selbst wenn du dich bemühst, selbst wenn du es willst, selbst wenn du darauf aus bist und dafür motiviert bist, die werden keine Gläubigen sein. Allah sagt in Sure 12, das müsste Vers 106 sein, schaut einfach mal von 100 bis zum Ende in Sure 12. وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرَهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Die meisten von ihnen glauben nicht, ohne dass sie dabei Götzendiener sind. Das heißt, sie haben Glauben an. Ibn Abbas erklärt das, dass sie glauben, dass Allah der Schöpfer, Lenker, Herrscher ist. Das heißt, dass sie die Rububiyya im Allgemeinen bestätigen, aber gleichzeitig andere neben Allah anbeten. Dann sagt der Prophet a.s. in einem authentischen Hadith, Baddal Islamu ghariban wa sayya'udu ghariban. Der Islam kommt als Fremder und wird als Fremder zurückkehren. Was heißt das für uns? Was heißt das für uns, wenn wir wissen, dass der Prophet sagt, der Islam kommt als Fremder und wird als Fremder zurückkehren?
Da muss man sich in Zeiten, wo das Kalifat, das Osmanische Reich zerschlagen wurde und der Islam zurückkommt, muss man sich nicht wundern, wenn das, was man macht, als fremd empfunden wird, dass gesagt wird, hey, das, was du machst, das kennen wir gar nicht. Das wird bei uns im Land gar nicht so praktiziert. Ja, vielleicht bei dir im Land nicht, aber vielleicht im anderen Land. Vielleicht bei dir im Land XY in Nordafrika wird das nicht praktiziert, aber auf der arabischen Halbinsel wird das vielleicht praktiziert. Oder vielleicht wird das auf der arabischen Halbinsel nicht praktiziert, aber in deinem Land in Nordafrika oder in Asien oder in Europa, in deinem muslimischen Land wird das praktiziert. Das heißt, das ist nicht der Maßstab. Oder das habe ich ja noch nie gesehen. Die meisten Menschen machen das anders. Das ist nicht der Maßstab. Weil selbst wenn es komisch ist, wenn wir es in den Quellen des Islams finden, wenn wir es im Koran finden oder in authentische Überlieferungen, Hadithen finden, dann ist es unser Maßstab. Und deswegen, liebe Geschwister, mein Ratschlag an euch, haltet am Koran und Sunna fest. Lasst euch nicht von der Sheikh-Hypnose hypnotisieren. Lasst euch nicht von der Mehrheitshypnose hypnotisieren, sondern bleibt bei Koran und Sunna. Denn jeder Mensch kann Fehler machen, aber der Koran ist perfekt. Und die Aussagen des Propheten, die authentischen Aussagen des Propheten, sind eine Überlieferung, eine indirekte Überlieferung vom allmächtigen Gott. وَمَا يَنْتِكَ عَنِ الْهَوَى إِنْهُوَ إِلَّا وَحْمٌ يُحَى. Wie Allah in Surah 53 sagt, er redet nicht von seinen eigenen Lüsten und Gelüsten, sondern was er sagt, ist eine inspirierte Offenbarung. Möge er uns Kraft geben, an Koran und Sunna festzuhalten. Möge Allah uns Kraft geben, von den falschen Wegen fern zu bleiben und der Wahrheit zu folgen. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rzuqna tiba'a wa arina al-batila batila wa rzuqna ijtinaba. Assalamu alaikum.